Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir feiern gleich drei Feste. Die Wurde Unschi, das ist die traditionelle madagaskische Hochzeit. Die Standesamt und die Hochzeit in der Kirche. Nela und ich gehen heute Morgen getrennte Wege, denn ich bin als Chauffeur unterwegs und hole den Bräutigam ab und Nela geht mit den Kindern danach. So, ich bin schon ein bisschen zu spät, ich muss los. Wir wollen ja auch immer mal wieder so die Kultur und die Bräuche hier in Madagaskar mit vorstellen in unseren Videos. Und da eignet sich so eine Hochzeit natürlich besonders gut. Und eine Besonderheit oder ein Brauch, der hier in Antananarivo eben stattfindet, ist, dass die Braut in ihrem Mutterhaus wartet und der Bräutigam dann zu ihr läuft. Ja, meistens läuft. Aber das ist hier ein bisschen schwierig und da komme ich ins Spiel und spiele eben auch den Chauffeur und helfe ihm dann schneller hinzukommen. Da steht er in Rot, der Mami. Ganz aufgeregt ist er. Habe ihn vorhin gefragt, ja, voll süß. Der Name Mami übrigens bedeutet auch süßer. Gibt es auch als weibliche Form, heißt auch gleich. Also Mami kann eine Frau oder ein Mann sein. In dem Fall natürlich ein Mann für die Fahrer. Und hier ein altbekanntes Gesicht, der Angie. Er ist heute der Pikambari, der Redner auf der Wudi Unji, die wir jetzt gleich sehen werden. Das ist sowas wie ein Beruf, dieser Pikambari, der wird dann verhandelt um den Brautpreis und so weiter. Das wirst du dann nachher noch sehen. Und da ist er bestens für geeignet. Haben wir nicht in unserem letzten Video gesagt, dass es auch mal wieder um einen weißen Umschlag gehen wird, den wir übergeben werden? Fast hätten wir ihn vergessen. Ich sehe nämlich gerade hier diese ganzen weißen Umschläge, die zum Angie wandern. Du wirst später noch sehen, warum. Und ich habe noch schnell die Nela angerufen und gesagt, hey, ich habe keinen weißen Umschlag mit eingepackt. Pack diesen weißen Umschlag noch schnell bei mir im Büro mit ein. Den müssen wir unbedingt mitnehmen, ansonsten wird es sehr, sehr peinlich heute für uns. So, da kommt das Hochzeitsauto und die Nela. Ich sehe schon, Nela, der Umschlag ist dabei. Gut, dass du noch... Fast vergessen, obwohl wir wissen, dass er wichtig ist. Unsere erste Station ist in Farahs Elternhaus. Hier findet die sogenannte Wudi Unji statt. Und dabei muss der Bräutigam und seine Familie eben das Haus der Brauteltern aufsuchen und mit Hilfe der Pikambari um die Hand der Braut bitten und vor allem den Brautpreis aushandeln. Jetzt sind die weißen Umschläge an der Reihe. Unser Motorcycle-Pastor Angie alias Pikambari legt nun die Umschläge einzeln in den Hut und erklärt, für was der Bräutigam hier für die Braut bezahlt. Zwischenzeitlich ein kurzer Blick auf unsere Kinder, um ihre Begeisterung auch aufzunehmen. Und auch die madagassischen Kinder scheinen sehr angetan zu sein und dem Schauspiel gebannt zu folgen. Und wer erscheint da so hübsch geschminkt an der Tür? Nee, denkt sich der Mami, das ist nicht die Farah. Nein, nein, nein. Der Bruder von der Farah, das Schlitzohr, der führt erstmal zwei andere potenzielle Bräute ein, aber die akzeptiert der Mami nicht und sagt, ich warte auf meine Farah, denn die will ich heiraten. Und die kommt jetzt. Jetzt werden die Augen unserer Kinder größer, denn es werden Kekse aufgetischt und verschiedene Säfte. Bevor man aber zu langen kann, muss die Braut erst noch eine Aufgabe erledigen. Die darin besteht, den Ehering im Blumengesteck zu finden. Ah, da ist er. Gefunden!
fertig ist die Fudiunji. Und jetzt machen sich alle auf den Weg zur Kommune. Das ist dann die standesamtliche Trauung, wo ich nicht dabei sein werde, denn ich muss einen Kuchen abholen. Aber du kannst ein paar Aufnahmen machen. Tja, ich bin die Station Nummer 2. Ich war schon Kuchen holen, ich konnte leider nicht die Kamera mitnehmen, denn es ist an einer sehr stark belaufenen Strecke gewesen. Und da ist die Gefahr so hoch, dass das Handy geklaut wird. Und außerdem haben wir einen riesigen Kuchen mitgenommen. Zeig mal, Wula. Willkommen zum zweiten Teil der Hochzeit, dem Standesamt. Wie in Deutschland auch zum Beispiel kann man das Ganze getrennt halten. Also man macht erst die standesamtliche Hochzeit zum Beispiel und Tage später dann vielleicht die kirchliche Hochzeit. Aber wir haben hier alles an einem Tag und es spart natürlich auch den Gästen, die anreisen und so weiter, viel Aufwand. Denn alle drei Feste können eben an einem Tag stattfinden. Die Frauen hier, die so ähnlich aussehen wie die Pfarrer, sind alles ihre Schwestern. Sie hat ja 5 Schwestern und einen Bruder. Der Bruder ist der, der hier hinten steht. Hier findet wohl die standesamtliche Trauung statt. Wie man sehen kann, haben sich schon wenige Leute eingetroffen, unter anderem wir, denn es hat angefangen zu regnen und ich bin gespannt, wann es losgeht. Es dauert noch ein bisschen, hat er gesagt. Wir müssen noch warten, weil derjenige, der die Trauung durchführt, ist noch gar nicht da. Oh, ja. Überraschend hier in Madagaskar. Ramatura Sunagasana Fara, Manakina Pakata, Anadoto, Mami, Michelle Makiri. Vollgepackt ist das Auto mit Bräutigam und anderen Gästen. Und es geht jetzt los zur dritten Station, zur Kirche. Kennt ihr euch eigentlich schon? Vor 10 Jahren haben Mami und ich uns kennengelernt, weil wir am gleichen Ort wohnten. Der Mami lebte bei seinem Opa und ich wohnte zur gleichen Zeit bei meiner Tante. Mami, was liebst du an deiner Frau am meisten? Tena mahafinaritra na amin'ny fara, sy ny tena tiavako amin'ny fara,
Klasse an der Farah ist, und was ich sehr an ihr liebe, dass sie sehr, sehr nett ist, dass sie hübsch ist. Und wenn wir in der Beziehung Probleme haben oder Streitigkeiten, dann ist sie sehr tolerant und kompromissbereit. Ich fühle wirklich, dass ich sie sehr, sehr liebe. Ich erinnere mich noch daran, dass du fast vor einem Jahr bei einem Interview gesagt hast, dass du einen großen Traum hast. Was war das? Ich wollte so gerne eine eigene Familie haben. Einen Ehemann und ein paar Kinder. Und das ist es, was ich jetzt habe. Ein Mann und... Soll ich sagen? Also ich habe noch ein Baby. Es ist hier drinnen. Nach dem Fotoshooting haben natürlich alle Hunger und freuen sich auf ein leckeres Essen. Es wurde feierlich aufgetischt in der Gemeinde und man freut sich auf Varisiloka, wie könnte es auch anders sein, zu Deutsch Reis mit Beilage. Ein spezieller Brauch ist, dass das Hochzeitspaar nur einen Teller hat. Hey Farah, you just have one plate. Is it enough? Am Pinista Kapu. Das ist ja auch nur eine Gabel und einen Löffel. Und Tanzona, schmeckt's gut? Ah, wir mussten mal kurz an die frische Luft. Und wollten uns unterhalten und es geht drinnen nicht, denn bei der madagassischen Hochzeit ist die Musik so laut, dass du dich innen nicht unterhalten kannst. Und es ist sogar vor der Absicht. Umso lauter, desto besser. Ja. Wo wird hier eigentlich das Essen gekocht? Da will ich mal hinschauen. Hier gibt es das Essen. Bantu Zara Nareu. Wafnatsch. Das ist übrigens der Tantili, der kann sogar Deutsch. Ah, ja. Kleine. Nee, nicht. Nicht ganz so schlecht, sehr gut sogar. Er kann gut Deutsch. Ja. Ja, fast Hochzeit. Ja. Vielen Dank. Bitte. Absolutes Highlight jetzt der Hochzeit, der madagassische Tanz, den wir zuvor vor ein paar Wochen im Kulturtraining geübt haben. Und wir können nicht. Okay.
vorne abgegeben und danach darf sich jeder, der den Flug abgegeben hat, auch ein Stück von der genialen Torte mitnehmen. Da ist so viel Geld drin, der geht gar nicht rein. Doch. Wir gehen jetzt noch ein bisschen uns unterhalten, tanzen und so weiter. Ich glaube, das Video hat sein Ende jetzt erreicht. Wir feiern noch weiter. Ciao!